Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Das Spiel. Das Spiel, das mit den Leuten und gebrassert wird. Mario Kart. Mit den anderen. Genau. Ein stark gemoddetes Mario Kart. Ach nee, Splatoon spielen wir, sehe ich gerade. Haha, Barry muss diesen scheiß Hund spielen. Ich kann mich einfach umbringen und runterspringen, dann bin ich sofort Game Over. Ich bin ein undankbarer Job in unserer aktuellen Gesellschaft. Ich auch, ich bin ein Hund. Genau, auch ein undankbarer Job, das stimmt schon. Hallo? Ja, du bist schlecht bezahlt. Ja, kriegst immer diesen komischen Fraß. Du musst Gassi gehen, du hast kein eigenes Klo wie eine Katze, sondern musst draußen auf der Straße pinkeln. Du darfst überall hinscheißen und jemand anders muss es für dich wegräumen. Das ja, das macht Katzen doch auch. Ja gut, das macht doch deine... Die dürfen nicht überall hinscheißen, die dürfen nur ins Katzenklo scheißen. Aus einem stinken Hunde im Gegensatz zu Katzen. Katzen sind reinlich und Hunde stinken. Achso. Ich finde übrigens schön, wie der Barry hier den typischen Duck Hunt tatsächlich spielt hier. Finde ich super. Oh Mann. Ich bin Dr. Mario. Außerdem, wenn ich eine Katze wäre, bräuchte ich nicht noch extra so einen Huhn auf mir oben drauf. Weil ich das schon geil. Das stimmt. Weil das Huhn wäre woanders, nämlich im Bauch. Ja. Hühnchen. Würdest du dich bitte retten, Hühnchen? Weiß sieht ganz niedlich aus, wie der da so fliegt. Ja. Oh oh. Schade. Wann explodiert dieses TNT-Ding? Hör, rette dich, Hühnchen! Direkt beim Gegner oder wenn du nochmal... Ja, musst halt oft genug B drücken. Also ist auch so ein Zeitlimit. B drücken kann ich. Okay, dann drück B. Aber nicht am Gegner vorbei sausen lassen, das Ding. Ja, da wird ja irgendwer von euch gleich reingeschossen werden. Hoffe ich zumindest. Ja. Keine Sorge. Die Legs kotzen mich sowas von an. So, und da ist der Regus raus. Ach, Alter, ey. Ein Arzt gegen einen Hund. Lass mal eine Kastration machen. Nein! Kastration! Okay, das war wirklich eine Kastration. Damit war der Quatsch vorbei. Vor allem, du hast ihn auch da getroffen. Ich muss ihn leider mitteilen, der Hund ist tot. Was? Wie konnte das passieren? Die wollten ihn auch nur kassieren. Ja, ich hab ihn aus Versehen runtergeschmissen. Ja, da war leider zu viel. Ich hab einen tiefen Schnitt. Ja, Er hat es bewegt dabei. Passiert. Das ist passiert. Kauf sich neu. Tierarzt muss aber auch ein krasser Beruf sein. Ich glaube, da musst du echt so für den Mensch sein, das so als Berufung sehen. Sonst, ja. Ja, weil du kannst ja schlecht deinen Patienten sagen, halt mal still! Oh, ich hab Mittagspause. Er blutet aus, egal, ich hab Hunger. Dann ist das Hunger, Cornflakes. Ja. Das ist nicht verblutet. Lass mal einen Hotdog essen. Ja. Ich operiere gerade an diesem Hirsch. Können Sie meinen Huhn retten? Nein, ich muss Chicken McNuggets essen. Ich bin gerade so, erstmal, ich muss mir was von Maggis holen hier. Ganz klar. Weil eigentlich, wenn man Tierarzt ist, muss man doch auch Vegetarier sein, oder? Nö. Sonst muss man doch widersprüchlich eigentlich. Wieso denn? Alles, was du nicht retten kannst, kannst du essen. Und abends isst du sie. Das musst du nicht retten kannst, kannst du essen. Ist doch perfekt. Boah, nicht schlecht. Wobei, dann kann man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mehr Tiere rettet als isst, eigentlich. Ja, und alles, was, wie gesagt, wenn du es nicht retten kannst, dann isst du es halt. Das Problem ist allerdings, wenn du alles rettest, dann bleibst du hungrig. Ja, nee, du kannst nicht alles retten, so gut bist du nicht. Achso, okay. Niemand ist so gut. Genau, Zwinker. Oh, tut mir leid, da war nichts zu machen. Wie kann das passieren? Bei diesem fetten Huhn konnte ich leider nichts machen. Leider konnte ich ihr Chicken McNuggets, ihr Huhn nicht. die Schenkel, die Flügel, ich meine. Das hat sehr gut funktioniert, die Körper. Schatz, legst du das Huhn Günther schon mal in den Ofen? Ja, hallo, sie sind hier. Wir konnten leider nichts machen. Alter, konnte ich ihr Hühnchen nicht retten, ich hab Hunger. Ich konnte leider nicht retten, ich musste was essen hier. Hast du direkt so eine Fritteuse in der Tierklinik? Die kommt die Tiere direkt rein, wenn ich tot sind. Ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Ihr Hühnchen hat es nicht überlebt, das war die schlechte Nachricht übrigens. Und die gute Nachricht, ich hab Essen! Ich hab gut gegessen. Er hat dann direkt eine Fritteuse neben dem OP-Saal, wo dann alles reinschmeißt. Und wird alles gegessen. Das war so richtig schön schwarzer Humor, so britischer. So von wegen so, ja, ich habe eine schlechte Nachricht. Da macht er gerade die Fritteuse an. Also, ihr Hühnchen hat es nicht überlebt. Das Hühnchen ist verbrannt. Ja, guck mal, dann verdienst du Geld und musst dich nicht um Essen kümmern, weil du dein Essen während der Arbeit auch noch herstellst. Nicht schlecht. Muss ja, dann müssen eigentlich voll reich sein. Muss ja dann bis anfangen, Hamster und so eine Scheiße zu essen, ne? Das ist egal. Ja gut, das muss man lieben lernen, denke ich mal. Kannst du sagen, du operierst Hamster nicht? Hamster gefüllt mit Nüssen. geil. Nicht schlecht. Gefüllt mit Erdnüssen würde ich sie essen. Oh Mann. Übrigens, Null im Games, sei nicht verstört. Wir machen hier gerade. Doch, sei ruhig verstört. Okay, bereite dich am besten auf unsere Inhalte vor.
Okay, das ist schon in Ordnung, ja. Also jetzt will ich Tierarzt werden. Tierarzt. Kommst bestimmt gut bei den Frauen an damit. Ich kann übrigens. Ich bin Arzt, aber ich kann auch sehr gut kochen. Wo hast du das klar? Das ist ein Hobby? Nee. Nee, das habe ich so nebenbei gemacht. Der Hund nebenberuflich. Vor allem, du hast ja auch so Kontakten zu Tierheimen dann. Ja, das heißt, wenn du immer nicht operierst, bist du immer noch versorgt. Oh Gott. Haben Sie den Hund vermittelt? Also wenn nicht, ich hab da noch Hunger. Tut mir leid, wir konnten Ihr Hund nicht retten. Aber sie sollen es doch bloß impfen. Da guckt noch so der Fuß aus dem Mund raus. Ja. Oh, so gut, die schmeckt. Ja. Ich konnte leider nicht retten. Uns geht es ganz gut. Wir machen hier fiese Arzt. Es fliegen so Knochen rum. Ich wollte die Knochen im Wasser raus. Entschuldigung. Ich wollte nicht unhöflich sein. Den Vogel operiere ich nicht. Da ist ja nichts dran. Hat ja gar keinen Spaß. Hallo, wo ist denn da der Spaß? Wo bin ich? Achso. Du bist der Rechte. Und der Rikus ist Samus. Ein paar Tage wurde es bei Tierärzten beliebt gemacht. Ja, selbstverständlich. Tierärzte werden jetzt alle genau dieses Video gucken und alle Shit posten. Shitstormen. Posten. Egal. Ja, wir wissen jetzt alles, was wir erzählen, immer wahr und ohne Sarkasmus. Natürlich. Nee, wir alles, was wir meinen, sagen, ist natürlich ernst gemeint. Wildlife Rules. Wild? Keine Ahnung. Storytime mit den Idiots. Ja, ja. Mr. Game at Watch Life Matters. Samus for President. Besser als Trump. Das ist nicht schwierig, ja. Best President. Selbst Hodor wäre ein besser Präsident als Trump. Auch wenn er vom Ring die ganze Zeit beeinflusst wird, von wegen so hier. Mr. President, wen sollen wir angreifen? Welcher Ring? Mordor. Nicht Mordor, Hodor. Welcher Ring? Was für ein Ring? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Autsch! Da ist er weg, der Engel. Ja, ich bin beim Tierarzt, der mich isst. Das war der coole Kombo! Das war der coole Kombo, ja. Warte was. Hey. Genau, Zellers. Mit Eier, Alter. Solche dicke Kohones brauchst du erstmal, Digga. Das hat ja halt nichts gebracht, du bist letzter oder so. Wir müssen mal wieder ein dicker Alter-Part aufnehmen, fällt mir gerade ja, so ein. Ja, Digga, ey. Lass mal ein Hühnchen essen gehen, Alter, Digga. Ich hab grad. Ich glaub, der Barry. Nee, der überlebt das. Soll ich das nicht überleben, hallo? Ich bin Tierarzt. Ja, okay, das stimmt. Ich unterschätze den Tierarzt Barry immer mal wieder. Man sieht den Tierarzt ja. In dir und dir. Kellogg's Frost Artsies Berries. Ich würde eine Packung Kellogg's Berries kaufen. Wenn wir irgendwann mal Fanprodukte haben, will ich Berries haben als so Kinder-Frühstückssachen. So als Cornflakes so? Ja, genau. Finde ich gut. Hast du nicht gerechnet? Nee. Damit auch nicht. Ich wär für Zellos Zwiebelringe, by the way. Bei Zwiebelringe sind geil, aber Zellos ist eklig. Was? Wenn jetzt alles wieder kaputt machen. Was war denn das jetzt so eine Aussage, ey? Dabei wollte ich jetzt aber auch sagen, das tut man dann schön gestalten, das sieht aus wie ich. Wenn okay, dann würde ich es kaufen. Also kleine Zellos-Köpfe, die so grinsen und ich schmeck nach Zwiebeln. Geil. Und Rikus hat dann unsere Produktreihe für Erwachsene. Mehr sagen wir dazu nicht. Mehr gibt's dazu nicht zu erwähnen. Was hat Barry? Katzenfutter. Nee, ja, ich hab. Barry hat seine Kellogg's-Produkte. Kellogg's Berries. Kellogg's Berries. Mit Bären drin, oder? Ja, das sind Bären mit Bären drin. Cool. Ja, und dann ab und zu machen wir mal ein Alternativprodukt und nennen es bärige Überraschung. Bären ist auch mal was anderes drin. Bärenmarke. Berry-Marke, das werde ich dann alles klauen. Alles, was Bärenmarke hat, gibt es von mir auch. Berry-Marke, Berries Qualität. Ich finde das gut. Find das super. Vielleicht werde ich doch kein Tierarzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht wirst du auch Ikone, so. Produktwunder. Oder It-Girl, wäre auch cool. Ich mache hier Rikus untypische. Ja, ich kann nur leider nicht gegenhalten, weil ich zwischen dir und den Kombo und den Lasern von Berry stehe. Ja, hau ihn mal, Zellos. Nein, hau dich nicht. Ich wäre auch für eine Knusperreihe wie bei diesen komischen Potato-Fritten da. Mit Paprika.
Von wegen so hier. Ah! Die Rikus, Rikus hab ich von Rikus. Angst. Da fliegen sie. Ich bin ein Affe. Ah, dann geh weg. Kann man das auch aufladen? Nee. Natürlich. Ah, come on. Barrys flockige Flocken. Also mehrfach Flocken, finde ich gut. Doppelt geflockt. Das ist selber versucht, der Rikus. Ich muss ja. Er muss Tellus jetzt sterben, finde ich. Genau. Nee, finde ich gar nicht. Oh! Da war seine Klaue nicht bin tot. Ah, nee, doch nicht. Nee, das überlebst du. Ja, aber genau. Das oh! Dieser Hurenlaser. Das könnte auch ein Produkt von uns sein. Was macht der genau? Barrys Laser. Ja gut, das darf man dann herausfinden. Das ist die Überraschung an dem Produkt. Wir bieten es übrigens auf eis.de an. Und es rappelt im Karton. Das ist so eine geile Werbung. Also ja, marketingmäßig ziemlich gut gemacht. Ja. Eines Tages wollte man dann doch mal auf eis.de einfach nur Eis bestellen und dann kam dann doch was anderes. Ich weiß nicht, was du meinst, Zellos. Ich bestelle mir immer Eiscreme auf eis.de. Okay, das ist gut. Die schmeckt, glaube ich, dann noch ein bisschen komisch. Oh Gott. Komm schon, Rikus. Komm, lass mich doch einmal einen klassischen Rikus-Sieg haben hier. So. Kein Problem, den machen wir, den Rikus-Sieg. Den Rikus-Sieg. Ganz klassisch. Oh, die Longus-Chips, schön hart und lange. Wie hat das denn geschrieben? Das war Apfelzucker. Sehr schön. Auch sonst. Ach, oh, ich liebe das. Gut, die dann haben wir auf jeden Fall einen Titel für unsere Folge heute. Es gibt nämlich unsere Gentle Idiot Snacks. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi. Tschüss.